Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 279. Heute wird's so als kleine Abwechslung mal wieder sehr, sehr lustig, denn ich habe heute nur Meldungen rausgesucht, über die man einfach nur noch lachen kann. Beziehungsweise eine Sache ist ein bisschen ernster, das will ich auch gleich vorweg voranstellen, damit wir uns anschließend die Laune nicht mehr gegen Ende verderben müssen, um das mal so zu sagen. Aber in den Medien kursierten gestern, beziehungsweise in den sozialen Medien kursierte gestern ein Foto, ich glaube auch teilweise schon vorgestern, das einen blutüberströmten Mann in einem Treppenhaus mutmaßlich in Erfurt aufgenommen zeigt. Titel über diesem Bild war Kinder, Täter, was weiß ich, übliche Verdächtige, hacken Mann beide Hände ab. So ist das Bild rumgegangen, hat für eine riesige Welle der Empörung gesorgt, logischerweise. Und hier muss man auch sagen, ja, das Szenario ist leider gar nicht so schwer vorstellbar mittlerweile. Also ich hätte mir das gut vorstellen können, dass sowas passiert. Allerdings, ich habe vor einigen Wochen mal einen Vlog aufgenommen, in dem ich gesagt habe, dass man nicht auf jeden Fake reinfallen soll. Dass man vielleicht doppelt und dreifach versuchen sollte, gerade solche ominösen Quellen zu verifizieren. Denn letztlich hat sich das Foto glücklicherweise, also ich bin da sehr froh drüber, als Fake herausgestellt. Denn die Hände des Opfers wurden lediglich wegretuschiert. Der hat sie wohl glücklicherweise noch. Wäre sehr traurig, wenn nicht. Und die Szene wurde tatsächlich in Erfurt aufgenommen, das stimmt soweit. Allerdings ging dem Ganzen ein Streit zwischen dem Opfer und seiner Mutter voraus, Meldung der Thüringer Polizei. Ich hoffe an der Stelle, dass man der Thüringer Polizei soweit vertrauen kann, dass da eben nichts weggelassen oder umgedichtet wird. Ich halte die Polizei für eine seriöse Informationsquelle. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft noch so bleibt. Wäre sehr, sehr schade, wenn nicht. Aber die Thüringer Polizei hat ein Statement herausgegeben und erklärt, was da nun tatsächlich abgelaufen ist. Nämlich, dass Opfer und dessen Mutter sich gestritten haben. Gegen das Opfer diverse Strafverfahren eingeleitet wurden, weil er wohl die Mutter mehrfach bedroht haben soll. Es kam zum Streit. Er hat sich wohl an einer Glasscheibe verletzt und ist dann entsprechend im Treppenhaus aufgefunden worden, gab auch einen Ersthelfer, der vor Ort war. Und in dem Rahmen ist dieses Foto entstanden. Also hier ging es tatsächlich nicht um irgendwelche religiösen Geschichten oder sonst irgendwas, sondern um einen Familienstreit, wenn man es so nennen will, bei dem das Opfer möglicherweise der Täter war. Nur um das aufzuklären, damit da keine Falschmeldungen im Umlauf sind, denn ich finde es immer sehr, sehr traurig, wenn sowas bedingungslos weiterverbreitet wird, ohne mal ein Stück weit zu hinterfragen oder zu verifizieren. Ich weiß, das ist schwer, aber warum finde ich sowas immer ziemlich doof? Denn einerseits ist es natürlich ja genauso scheiße, wie wenn sich da irgend so eine Bloggerin irgendwelche angeblichen Holocaust-Opfer ausdenkt, die da in ihrer Familie gewesen sein sollen, die es nie gegeben hat. Ihr erinnert euch an diesen Marie-Sophie Hingst-Fall. Die Dame hat sich ihre halbe Biografie erstunken und erlogen, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, hat teilweise Archive in Israel täuschen wollen mit ihren ausgedachten Storys, ist aufgeflogen. Da habe ich auch gesagt, das geht so nicht, das ist widerwärtig, das ist eine Verhöhnung aller tatsächlichen Opfer und ähnlich ist es natürlich bei solchen Bildern und bei solchen konstruierten Fällen, will ich es mal nennen. Der zweite Punkt, den man auch nicht außen vor lassen sollte, ist, dass ich gestern gesagt habe, dass gerade auch die dezentrale Berichterstattung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das heißt, da man unseren Medien oft nicht mehr unbedingt zu 100% vertrauen kann, weil eben Sachen schön geredet werden, weggelassen werden, faktenbasierter Journalismus immer mehr zum Haltungsjournalismus wird, das heißt, es wird nicht mehr berichtet, es wird irgendwie emotional in eine Richtung geschoben. Genau deshalb ist es wichtig, dass man da dagegen hält und natürlich möglichst realistische Berichte aus erster Hand erhält. Das finde ich, also für mich ist das ein essentieller Bestandteil der Berichterstattungswelt mittlerweile geworden, denn das, was ich in der Tagesschau sehe, das hat nicht mehr unbedingt viel mit der Realität zu tun. So, nun aber das Problem. Wenn solche Fakes verbreitet werden, wenn solche Fakes teilweise bewusst verbreitet werden, um irgendwie eigene Interessen durchzudrücken, sich darüber irgendwie zu profilieren oder daraus Kapital zu schlagen, dann wirft das letztlich nur ein schlechtes Licht auf alle anderen, die tatsächlich wahrheitsgerecht berichten wollen. Es wirft ein schlechtes Licht auf jeden, der tatsächlich echte Beobachtungen schildert und anderen mitteilt. Es wirft ein schlechtes Licht auf jeden, der versucht, darüber objektiv und neutral zu berichten. Denn die Feinde der, ich nenne es mal, freien Berichterstattung können sich dann ganz einfach hinstellen und sagen, hey, das sind alles Fake News, denn das war ja gefälscht und das und das und das und die fälschen ja alles nur. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Denn auch für, wenn man jetzt mal in politischen Lagern denkt, was ich eigentlich nicht mag, ist es auch für das jeweilige eigene politische Lager, egal welches das ist, ziemlich scheiße Fake News zu erstellen und zu verbreiten. Denn der Gegner wird immer Kapital draus schlagen. Ist, glaube ich, nachvollziehbar.
So, nur damit ihr wisst, wenn mir sowas auffällt, wenn mir solche Fake News unterkommen, dann werde ich euch das auch mitteilen, wenn ich es dann mitbekomme. Es gibt ja doch auch einiges davon. Jetzt aber zum heutigen eher lustigen Thema, denn wir wollen uns auch mal wieder erheitern im Vlog. Ich habe was ganz, ganz Tolles bei Deutschlandfunk Kultur mitbekommen und bei der Jungen Freiheit, denn ihr erinnert euch vielleicht noch an Julia Probst. Ist eine Bloggerin, ist früher mal Politikerin gewesen bei den Piraten, wenn ich mich nicht irre. Und die Dame behauptet von sich selbst, Lippenleserin zu sein. Also ihr kennt das ja, man sitzt da irgendwie entfernt und kann da sagen, was Leute in 50 Meter Entfernung gerade besprechen. Ob das nun tatsächlich funktioniert oder nicht, das ist wahrscheinlich so ein Esoterikzeug, das kann so sein oder auch nicht, kann eh keiner so richtig nachprüfen. So, warum ist das aber relevant? Die liebe Julia Probst fordert ein Lippenlesen gegen rechts. Kein Scherz. Es gab wohl in England einen Fall in einem Fußballstadion, wo im Rahmen eines Fußballspiels auf den Tribünen rassistische Beleidigungen von einem Lippenleser mitbekommen wurden. Angeblich. Die entsprechenden Fans, Zuschauer, whatever, wurden daraufhin des Stadions verwiesen, haben wohl auch ein Einlassverbot bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähnliche Fälle gab es ebenfalls bereits in Spanien. So, Frau Probst spricht sich nun dafür aus, das Lippenlesen gegen rechts auch auf Deutschland auszudehnen, denn man muss ja dem Rassismus in Fußballstadien die rote Karte zeigen. Ging in dem Bericht nur um Fußballstadien, aber warum sich das wahrscheinlich nicht darauf beschränken wird, komme ich gleich zu. Und Frau Probst hat sich eindeutig dazu ausgesprochen, dass man doch bitte auch in heimischen Fußballstadien Lippenleser hat, die den Fans so ein bisschen auf den Mund schaut oder den Spielern und den Trainern. Ich stelle mir das dann so vor, kennt ihr Hericht und Preil? Das ist so ein Comedian-Duo, relativ alt. Die haben einen Sketch, Hoppegarten oder so heißt das, von der Rennbahn. Da geht es darum, dass zwei Männer in Hoppegarten auf der Galopprennbahn sind und der eine guckt immer durch seinen Feldstecher und sucht die Pferde, weil er sie nicht findet. Und da geht es immer, ja, wo laufen sie denn? Es ist sehr, sehr lustig. Also es ist halt relativ alt. Und ich stelle mir das dann so vor, dass da irgendwelche Lippenleser in Stadien platziert werden, so Kahane-Verschnitte oder so, die dann mit ihren Feldstechern da sitzen und die Reihen absuchen, wer denn möglicherweise gerade was Rassistisches äußern könnte. Was rassistisch ist und was nicht, das obliegt wahrscheinlich dem Lippenleser selbst, das zu entscheiden. Da haben wir wieder die schöne Deutungshoheit. Die liebe Frau Probst hat auch mitgeteilt, sie hat übrigens einen Instagram-Account und wohl auch Twitter, auf denen sie ihre Lippenlesergebnisse mit der Öffentlichkeit teilt. Was sie angeblich nur tut, wenn sie sich zu 100% sicher ist, dass die Sachen, die sie da verstanden haben will, auch tatsächlich stimmen. Ja, lässt sich halt schwer verifizieren. Ich meine, guckt da halt irgendein Trainer auf die Lippen, interpretiert da irgendwas rein, was er gesagt haben könnte und ob das nun richtig ist oder nicht. Wie willst du das prüfen? Ich kann den Typen ja schlecht danach fragen, ob das nur, ob er das gesagt hat oder nicht. Wird sie wahrscheinlich auch nicht tun. Aber sie selbst hat sich da in die Position gebracht, darüber zu entscheiden, was nun wahr ist und was nicht. Also sie stellt eine These auf, jetzt mal wissenschaftlich betrachtet. Die These ist, Person X hat das und das gesagt und nur wenn die These wahr ist, publiziert sie das. Sie allerdings verifiziert ihre These selbst. Das ist schon mal ein großer Fehler, denn eigentlich macht man das so nicht. Beziehungsweise ist halt schwer, wenn ich jetzt meinetwegen eine Klausur in der Uni schreibe und die anschließend selbst bewerte. Ja gut, kann sich wahrscheinlich jeder ausdenken, wie die Bewertung ausfallen wird. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Nee, aber ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Die liebe Frau Probst ist der Meinung, sie selber kann ja entscheiden, was da nun stimmt und was nicht. Wenn sie sich nicht sicher ist, dann schreibt sie das natürlich auch nicht. Und da kam dann ein spannendes Statement von ihr, denn sie versteht diese Fähigkeit, von den Lippen zu lesen, nicht als Teil einer lückenlosen Überwachung. Denn Fußballspieler dienen ja der Unterhaltung der Öffentlichkeit. Sie stehen ja in der Öffentlichkeit. Wie ist denn das mit den Zuschauern? Stehen die auch in der Öffentlichkeit und dienen der Unterhaltung der Öffentlichkeit? Weiß ich nicht. Aber deshalb ist es ja völlig legitim, da an den Lippen abzulesen, was die Leute gesagt haben sollen. So, nun allerdings hat sie sich dagegen ausgesprochen bzw. abgelehnt, diese Zitterpartie von Frau Merkel auszuwerten. Denn Frau Merkel hat ja da auch so vor sich hingemurmelt und sie hat wohl den Auftrag von diversen Medien und Radiosendern und was weiß ich bekommen, das doch bitte auszulesen. Denn wenn sie diese Fähigkeit hat, tu das doch. Das hat sie verweigert, abgelehnt, denn das wäre ja ein zu hoher Eingriff in die Privatsphäre, in einer sehr unangenehmen Situation von Frau Merkel. Und sie selber hat sich dann vorgestellt, wie sie sich dabei fühlen würde, wenn ihr das passiert und ob sie diese Art der Berichterstattung über sich selbst denn wollen würde. Ist zu dem Entschluss gekommen? Nein. Will sie nicht. Interessant. Frau Merkel steht nicht in der Öffentlichkeit. Eine offizielle Zeremonie, ein offizieller Staatsempfang dient nicht auch ein Stück weit der Unterhaltung der Öffentlichkeit.
Repräsentation und so weiter. Also bitte, was ist denn das jetzt wieder? Zweierlei Maß und so weiter. Einerseits ist es völlig okay, in Fußballstadien auf Tribünen irgendwelche Leute auszuspionieren, wenn man das jetzt mal so nennen will. Andererseits bei Frau Merkel, nein, sie mag sie zwar nicht unbedingt, aber das geht doch nicht. Man muss doch die Privatsphäre schützen und so weiter und so fort. Ihr merkt selber, das Ganze führt sich sehr, sehr schnell selbst ad absurdum. Und lustig wird es eigentlich nur, weil wir jetzt schon beim Lippenlesen gegen rechts angekommen sind. Wahrscheinlich ist alles, was nicht links ist, da jetzt schon Rassismus, weil geht halt nicht. Da ist jeder Konservative ist anscheinend ein Rassist, laut diversen Lippenlesern oder so. Jeder Libertäre vermutlich auch, ist halt nicht links und so weiter, kannst du ewig fortführen. Und ich frage mich, was als nächstes kommt. Und irgendwie ist das ja revolutionär. Stellt euch mal vor, die Stasi hätte diese Möglichkeiten solch talentierter Lippenleser gehabt. In jedem Café hätte irgendwo ein Lippenleser gesessen, hätte da wahrscheinlich ohne Feldstecher, das wäre sonst ein bisschen auffällig, geschaut, was denn die Leute um ihn herum bereden. Wenn da irgendwas auch nur im Ansatz Staatskritisches geäußert wird, dann rückt sofort das Inquisitionskommando an und beseitigt dieses Problem. Übrigens, ja, wenn wir uns mal so ein paar hundert Jahre zurückerinnern, da hat man eine ähnliche Möglichkeit gehabt. Wie gesagt, im Artikel ging es jetzt nur um Fußballstadien, aber ihr glaubt doch nicht wirklich, dass sich das darauf beschränkt. Also da wird der ein oder andere Politiker ganz, ganz schnell fordern, dass an allen öffentlichen Plätzen diese Methodik zur Anwendung kommen darf. Denn der Kampf gegen Recht steht ja überall, über allem, ihr wisst. Und 500 Jahre zurück ungefähr hatten wir ein recht ähnliches Phänomen, denn Mittelalter, dunkles Mittelalter, ihr wisst es noch, Hexenverfolgung, wenn man seinen Nachbarn nicht mochte, hat man einfach gesagt, der hat Hexerei betrieben. Beweise dafür, who cares? Beweis war der Hexentest, entweder Person versinkt halt und ist tot, ja schön, war halt keine Hexe, oder Person bleibt oben auf dem Wasser und ist halt eine Hexe, wird deswegen umgelegt, auch schön. Gut, gab noch andere Hexentests, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und was ist denn das jetzt gerade anders? Gut, es gibt keinen Hexentest, aber die Person entscheidet selber, der Lippenleser, ob das, was er interpretiert, die Wahrheit ist. Und wenn es die Wahrheit ist, dann muss es dafür Konsequenzen geben. Also wenn es seiner Meinung nach die Wahrheit ist. Ja, wunderbar. Ich freue mich ja schon auf die Telepathie gegen rechts, das Gedankenlesen gegen rechts, das Wahrsagen gegen rechts und vor allem das Kaffeesatzlesen gegen rechts. Ich meine, das wird der absolute Hit, das wird der Renner. Das Tarotkartenlegen gegen rechts. Was gibt es denn noch so? Das Wolken habe ich gerade nicht so wirklich da, aber das Wolkenformen interpretieren gegen rechts. Also ihr merkt, das ist, naja, ernst nehmen kann man das nicht unbedingt. Aber die positive Nachricht für alle aufrechten Antifaschisten da draußen, das Wort sollte eigentlich keine sarkastische Beleidigung sein, aber ich glaube, die sich heute als Antifaschisten verstehen, die kann man in vielen Fällen nur sarkastisch beleidigen. Ja, die positive Nachricht an alle Antifaschisten da draußen, ihr habt immer mehr Auswahl in eurer Freizeitgestaltung. Ihr könnt jetzt nicht mehr nur zu den Omas gegen rechts, wenn ihr älter seid. Ihr könnt wahrscheinlich auch schon stricken gegen rechts, ihr könnt blasen gegen rechts, das ist kein Scherz. Gibt's wirklich. Das sage ich jetzt nicht zu. Ihr könnt, was gibt's noch gegen rechts? Gibt's schon Sandburgen bauen gegen rechts? Weiß ich nicht. Aber demnächst gibt es noch Lippenlesen gegen rechts. Und da wird auch der letzte Esoterikvogel irgendwo seine kleine Nische finden und politisch korrekt, gesellschaftlich akzeptiert irgendwelchen kuriosen Tätigkeiten frönen. Ich will an der Stelle anmerken, dass ich durchaus Geschichten wie Tarotkarten und so nicht uninteressant finde. Das ist jetzt keine Wissenschaft, das ist klar, aber wenn man da einen fähigen Kartenleger hat, der gut interpretieren kann, dann kann das dem einen oder anderen tatsächlich in gewissen Situationen helfen, beziehungsweise es ist ein Stück weit, naja, klar, es ist Kaffeesatzleserei, aber ich würde das erstmal gar nicht verurteilen wollen. Denn wer daran glauben will, der soll das bitte tun. Meinetwegen glaubt an die Karten genau wie andere an ihre Götter glauben, das macht keinen Unterschied. Aber wenn man das Ganze einsetzen will, um irgendwelche vermeintlich politischen Gegner zu diffamieren, dann wird es halt irgendwann lächerlich. Ich glaube, das versteht ihr alle. Bitte, liebe Tarotkartenleger und Konsumenten und Wahrsagerbesucher, fühlt euch jetzt nicht beleidigt, das sollte jetzt nicht gegen euch gehen, es geht einfach nur in die Richtung, wie absurd das Ganze geworden ist. Naja, ich habe noch eine Meldung für euch, mal weggegangen vom Lippenlesen gegen rechts, denn das Koboldproblem ist gelöst. Die Grünen lösen das Problem der Kobolde in Batterien. Also Kobolde, ihr wisst, das sind diese kleinen, diese, na, Trolle sind es nicht, ein Kobold ist halt ein Kobold, ihr kennt vielleicht noch Pumuckl von früher, die in der Regel viel Unsinn anstellen und offensichtlich auch daran beteiligt sind, dass wir bei unserer E-Mobilität immer noch massive Probleme haben. Denn Kobold ist gemeinhin laut Frau Baerbock jetzt erstmal kontraproduktiv.
Und ich weiß nicht, ob die Grünen die Kobolde auch irgendwie aus Naturschutzgründen in Schutz nehmen wollen, weil Minderheiten und so weiter. Mag sein. Aber Scherz beiseite, Frau Baerbock hat es tatsächlich gesagt, im Sommerinterview beim ZDF war das, glaube ich, hat sich darauf bezogen, dass wir ja eigentlich ein Kobaltproblem in Batterien haben. Denn Kobalt ist eine, nicht unbedingt der häufigste Rohstoff auf dieser Erde, wird aber für fast jede Batterie, für fast jeden Akku benötigt. Zumindest in gewissen Mengen bei Elektrofahrzeugen, was ein großes Problem ist. Denn Kobalt, jetzt fange ich da auch schon mit an, Kobalt wird oft unter eher widrigen Bedingungen abgebaut, je nach Land, wo es herkommt. Und gab es ganz berechtigt Kritik natürlich, dass Kobalt jetzt nicht das umweltfreundlichste aller Materialien ist, die man verwenden kann. Und dass es durchaus der Umweltbilanz eines Elektroautos durchaus einen Dämpfer verleiht. Und Frau Baerbock hat nun stolz verkündet, das Koboldproblem. Sie wusste nicht mal, dass es Kobalt und nicht Kobold ist. Sie hat sich mehrfach versprochen. Ja, die hat wahrscheinlich wirklich gedacht, das heißt Kobold. Wie war das mit Herrn, war das der Hofreiter, der meinte Gigabyte statt Gigawatt im Stromnetz? Ist auch schön. Also wie viele Gigabyte habt ihr denn so in eurem Stromnetz? Zurück zum Thema Kobalt. Frau Baerbock meinte, in China hat man das Kobaltproblem gelöst in den Batterien und die chinesischen E-Autos wären ja deswegen so umweltfreundlich. Kleine Aufklärung, was steckt wirklich dahinter? Ja, es gibt die Technologie weitestgehend kobaltfreier Batterien. Bringt beispielsweise Tesla zum Einsatz. Die kommen allerdings mit nicht nur aus China, die kommen aus Japan von Panasonic. Gut, die grobe Himmelsrichtung, die stimmt. Das muss man ihr jetzt mal zugute halten. Aber auch da ist immer noch Kobalt beteiligt. Die sind mitnichten vollkommen kobaltfrei. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist mit unserer aktuellen Technologie. Und Frau Baerbock hat sich nochmal in die Nesseln gesetzt, nicht nur mit ihrem Kobold, wo wirklich alle ganz zu Recht drüber lachen, denn die Grünen haben oft keine Ahnung von dem, was sie erzählen. Also Diesel ist böse, wissen gar nicht, was ein Diesel ist. Elektroautos sind per se gut, wissen gar nicht, wie es funktioniert. Ja, mit Kobold, da sitzt ein Kobold drin, der kurbelt da irgendwo, damit das Auto fährt, ist klar. Und Frau Baerbock meinte, in China ist es ja so weit her mit der Elektromobilität, die haben uns ja da einen Rang abgelaufen. Das stimmt. Die Chinesen sind uns da natürlich überlegen, einerseits, weil sie staatlich subventioniert werden ohne Ende, andererseits, weil sie aufgrund ihrer eher teilweise diktatorischen Züge natürlich ganz andere Arbeitsbedingungen für die Leute haben. Das heißt, da wird viel effizienter gearbeitet, ja, aber auf Kosten der Bevölkerung. Und ja, China hat auch diverse Marktanteile und kann sich schlichtweg leisten, da massiv zu investieren. Unabhängig von den Subventionen. So, allerdings hat China einen recht hohen Energieverbrauch. Wie war das? In China wird in drei Wochen so viel CO2 freigesetzt, wie alle europäischen verbrennungsmotorbetriebenen Fahrzeuge im Jahr ausstoßen. Herzlichen Glückwunsch. China setzt sehr stark auf Kohlekraftwerke und auf Atomkraftwerke, baut sehr viele neue. Und wo kommt denn der Strom für Elektroautos her? Ja, aus der Steckdose, sagt jetzt der Grüne. Oder vielleicht vom Kobold, hat er so einen Topf mit Strom. Ein Topf mit mehreren Gigabyte an Strom. War jetzt ein Scherz. Naja, auf jeden Fall kommt der Strom für die Elektroautos in China doch oft aus Kohlekraftwerken oder Atomkraftwerken. Und wenn Frau Baerbock das so erstrebenswert findet, können wir gern machen. Wir haben ja nun genügend Atomkraftwerke in Deutschland, müssen wir dann halt länger laufen lassen, müssen vielleicht ein paar neue bauen, mag sein. Aber dann kann man ja durchaus mit China konkurrieren. Hat jetzt halt vollkommen außen vor gelassen, dass wir in Deutschland gerade unsere eigene Energieversorgung demontieren. Naja, die Chinesen sind da weniger blöd, deswegen können die sich auch hunderttausende Elektroautos auf ihren Straßen leisten und die auch aufladen, ohne dass das Netz in sich zusammenbricht. Na, egal. Ich glaube, wir kommen dann langsam mal zum Ende. Ich finde es nur sehr, sehr lustig, wie die Grünen mit irgendwelchen Problemen umgehen, die sie angeblich lösen wollen, die sie überhaupt nicht verstanden haben. Dass man sich mal verspricht, das passiert mir auch, das ist absolut klar. Aber wenn man tatsächlich mehrfach darauf beharrt, dass Kobalt ein Kobold ist, dann wird es irgendwann doch sehr, sehr lächerlich. Auch finde ich das immer witzig, dass die Grünen da mit ihrer Weltuntergangsparanoia permanent um die Ecke kommen. Und dass die Grünen das offensichtlich so böse und gemein finden, auf dem Weg zu neuen Entwicklungen herkömmliche Sachen zu verwenden, weiter zu verbessern, weiter auszubauen. Denn was ist denn so schlimm an einem Dieselauto? Neue Dieselautos, die gehören zu den saubersten Technologien, die wir haben. Aber müssen ja verboten werden, weil weiß keiner so richtig, ist halt grüne Logik. Wir brauchen Kobolde, die in Hamsterrädern laufen und die Autos betreiben. Das wär's doch. In jedem Reifen, in jedem Rad von einem Auto sitzt ein kleiner Kobold, der läuft da. Das heißt, ein Auto, vier Kobolde und dann fährt man da sehr umweltfreundlich. Na egal. Was die Grünen auch regelmäßig außen vor lassen oder was ich immer ganz, ganz witzig finde, ist dieses permanente grüne Beschwören von wegen, die fossilen Rohstoffe gehen aus und so weiter und so fort. Ja, natürlich, Kohle ist endlich.
Die meisten Rohstoffe sind auf dem Planeten irgendwo endlich. Deswegen wollen sie ja alles auf regenerativ umbauen. Allerdings, bei unserem Kernenergieträger bzw. bei der Grundlage unserer weltweiten Mobilität beim Rohöl ist noch gar nicht so richtig raus, ob das nun tatsächlich so schnell leer geht, wie alle seit Jahrzehnten beschwören. Ich bin da jetzt nicht ganz so tief im Thema. Ich wollte nur einen Recherchehinweis für euch hier lassen bzw. einen Denkanstoß geben. Denn es gibt in Europa beispielsweise die Forschung, ob denn Öl tatsächlich ein fossiler Brennstoff ist. Denn man hat im Öl meines Wissens nach bisher noch keinen einzigen tatsächlichen fossilen Rückstand gefunden. Vielmehr könnte es sein, dass Rohöl durch Hitze und Druck erzeugt werden kann. Wie gesagt, alles Thesen, die müssen entweder belegt oder widerlegt werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Öl unendlich ist, keineswegs. Aber möglicherweise kann man Öl synthetisch erzeugen. Möglicherweise entsteht Öl auch neu. Denn es gibt wohl diverse Ölfelder, die als leer verschrien wurden, wo gesagt wurde, da ist alles abgegrast, die nach einigen Jahren plötzlich wieder Öl geliefert haben. Sicher, das Öl fließt unterirdisch natürlich auch ein bisschen rum, das kommt da über Plattentektonik vielleicht auch irgendwann mal ganz woanders raus, das kann auch einfach nachgelaufen sein, aber vielleicht bildet sich Öl auch nach. Und da es nach wie vor keine tatsächlich verifizierten Informationen über den Status der Füllstände der Ölquellen bzw. der Ölreserven auf diesem Planeten gibt, das sind alles nur Schätzungen, wäre ich doch ganz, ganz vorsichtig damit, immer wieder zu propagieren, wir haben 2020 kein Öl mehr und so weiter. Sicher, wie gesagt, das sind jetzt alles absolut offene Dinge, die kann ich keinesfalls belegen, aber eben auch nicht widerlegen. Und vielleicht habt ihr da neuere Informationen, vielleicht interessiert ihr euch dafür und könnt da mal ein bisschen nachforschen. Denn möglicherweise ist es gar nicht so falsch, auch in Zukunft noch auf herkömmliche Technologien zu setzen, um eben erstmal die Möglichkeit zu haben, neue Technologien zu entwickeln. Denn ohne ein stabiles Energieversorgungssystem, ohne eine stabile Mobilität auf dieser Welt, kann man auch nicht unbedingt neue Sachen erfinden und erforschen, weil die Menschen einfach andere Probleme haben. Glaube ich auch nachvollziehbar. So, jetzt aber einen wunderschönen restlichen Samstagabend euch allen und denkt an die Kobolde. Bis dann.